Tag, liebe Sportsfreunde, euer Görki hier am Start. Ich grüße euch recht herzlich. Ich habe ja mal wieder so Einkaufsvideos gemacht aus dem Supermarkt. Protein, Top und Flop, die besten Proteinprodukte. Heute mal ein Thema, und zwar die in meinen Augen schlechtesten Proteinprodukte aus dem Supermarkt. Denn es gibt ja immer wieder Neuheiten. Ich und meine Freundin und wir gucken ja immer so hier, was gibt's Neues, lecker mit Protein. Oh, voll gut, das können wir mal essen, vielleicht auch in der Diät einsetzen. Hier habe ich Produkte gefunden, wo ich sage, ey, lasst mal lieber die Finger davon. Aus dem Grund, natürlich ist da Protein drin. In dem Fall kann man nicht sagen, das ist jetzt extrem schlecht, weil doch kein Protein drin ist. Natürlich ist Protein drin, aber ich finde, für Leute, die nicht so den Plan haben, suggeriert das immer so ein bisschen oder macht den Eindruck, das ist gesund, das ist gut für eine Diät, weil dick Protein draufsteht, kann ich damit abnehmen. Und genau das Gegenteil ist genau bei diesen Produkten leider der Fall. Das ist einfach zugepackt mit Zucker. Teilweise haben wir mehr Zucker als Protein drin. Und das möchte ich euch einfach mal hier zeigen als Warnung, dass es definitiv tausendmal bessere Produkte auch im Supermarkt gibt und Alternativen zu diesen Produkten, deswegen Finger davon, das hat nichts mit Sport oder Fitness oder Abnehmen zu tun. Okay, let's go. Preise und Nährwerte baller ich euch hier rein, dann habt ihr direkt einen Vergleich und wisst genau, was ich meine. Dann müssen wir halt nicht ewig diskutieren. Fangen wir mal an mit einem Proteinmüsli von Seitenbacher. Sieht schick aus, sieht sportlich aus, ganz leck Protein, denkt man, bam. Energie, Power, Abnehmen, Diät, geil. Nehme ich mal da Proteinmüsli anstatt ein Schokomüsli, was ich sonst gerne esse, ist ja besser, hilft mir beim Abnehmen. Ist der Gedankengang? Falsch gedacht. Herkömmliches Schokomüsli, 100 Gramm, 399 Kalorien. 100 Gramm, 423 Kalorien? Mehr Kalorien? Naja, ist ja mehr Eiweiß drin. Wie sieht es mit dem Zucker aus? 100 Gramm, 16 Gramm Zucker, 100 Gramm, 11 Gramm Zucker. Was? Hier ist mehr Zucker drin als im Schokomüsli? Wie sieht es mit Fett aus? 15 Gramm auf 100? 10 Gramm? 5 Gramm mehr Fett? Versteht ihr, was ich meine? Völliger Bullshit. Richtig Scam. Klar, mehr Eiweiß drin. Aber Leute, ganz ehrlich, ihr denkt doch auch, wenn ihr in den Supermarkt geht, geben wir mal ein bisschen viel mehr Geld aus. Dann ist das besser, als wenn ich mir mein Schokomüsli gönne, kann abnehmen und habe ein bisschen mehr Eiweiß. Leute, wenn ihr Schokomüsli mögt, holt euch das Scoop-Eiweißpulver rein. Günstiger, bessere Nährwerte als der Schrott. So viel dazu, lasst euch nicht verarschen. Next one. Was haben wir denn hier? Müllermilch. 26 Gramm Eiweiß, Moment mal. Auf 100 Gramm 10 Gramm Zucker, 6,6 Gramm Eiweiß. Wieso ist hier viel mehr Zucker als Eiweiß drin? Wieso schreiben sie nicht drauf Müllermilch Zuckervariante? Leute, lasst euch nicht verarschen, das ist richtig. Das ist eine Zuckerflasche. Dann trink doch gleich die normale Müllermilch und ich weiß nicht, wahrscheinlich ist hier sogar noch mehr Zucker drin, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es Bullshit. Ähnlich gefunden bei Edeka, die ganze Pulle, 51 Gramm Zucker. Leute, dann esst doch lieber einen Donut oder so, schmeckt doch viel besser als so ein Süff. Hä? Das ist auch wieder so, machen wir mal Eiweiß drin, aber noch mehr Zucker. Das ist doch Blödsinn. Ihr wollt doch sowas kaufen, weil ihr denkt, ihr tut was für die Fitness und ihr wollt nicht verfetten, wenn ihr das trinkt, oder? Es gibt auch ein gutes Beispiel, ist ja nicht alles schlecht im Supermarkt. Wir haben hier High Protein Milbona, gibt es gerade bei Lidl. Wir vergleichen mal mit der Müllermilch, auf 100 Gramm haben wir hier sogar das Doppelte an Eiweiß fast drin, also 10 Gramm anstatt 6,6. Und wir haben nur 5,2 Gramm Zucker, 10 Gramm Zucker. Also ist quasi doppelt besser und doppelt besser sozusagen, kann man sagen. Und ist wahrscheinlich auch noch günstiger als die Müllermilch. Müssen wir mal einblenden. Und wenn nicht, lohnt sich es definitiv mehr. Mehr Eiweiß, weniger Zucker. Ne? Lasst euch nicht verarschen, Sportsfreunde. Lasst euch bitte nicht verarschen. Die wollen euch alle das Geld und die wollen euch fett machen. Mit Eiweiß kann man auch fett werden. Glaubt ihr nicht? Ist so. Richtig lustig. Ich muss ja sagen, eher mein Pudding und so finde ich ganz lecker. Kann man auch machen. Nährwerte sind okay bei den Puddings und Joghurts. Aber lasst doch die Finger von so Schokogeschichten eher machen. Was ist das denn? Wollt ihr die Leute hier ein bisschen dick machen oder was? Crispy Cookies, High Protein. Jetzt gucke ich drauf, da ist tatsächlich mehr Zucker als Eiweiß drin. 27 Gramm Zucker auf 100, 25 Gramm Eiweiß. Wenn ihr schon High Protein drauf schreibt, müsst ihr eigentlich noch da drüber schreiben, High Sugar. Könnt theoretisch auch High Fat drauf schreiben, denn ihr habt auch 24 Gramm Fett reingepackt bei 25 Gramm Eiweiß. Es ist auf 100 Gramm 476 Kalorien. Ich weiß, sie haben M&M's bessere Nährwerte. Wahrscheinlich könnt ihr auch einen Kakao trinken oder so. Also das ist auch wieder so, machen wir es mal sportlich in Schwarz vom Design, schreiben wir schön High Protein drauf. Lasst doch die Leute fett werden in ihrer Diät. Die checken es eh nicht. Finde ich nicht cool. Machen wir besser nicht, ne? So, was haben wir als nächstes?
Oder können wir auch noch mal reinnehmen. 15 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm 9,3. Protein. Was ist das denn hier? Speisequark hat auf 100 Gramm 12 Gramm Eiweiß und der hat auf 100 Gramm 9 Gramm Eiweiß. Ist hier nicht, sind hier nicht 3 Gramm mehr drin in Speisequark? Und der kostet nur 20 Cent oder so? Moment mal, wieso steht denn hier nicht High Protein drauf? Bin ich blöd? Steht doch drauf Protein, aber wieso ist hier mehr drin? Versteht ihr, was ich meine? Ein paar Flav Drops rein, geht das auch, wenn ihr Geld sparen wollt. Natürlich kann man das mal machen, es ist nicht grundlegend schlecht. Aber es sieht natürlich sportlicher und geiler aus, ne? Also das ist Marketing, Leute. Marketing kann viele verarschen. Und das ist auch Sinn eigentlich der Sache, ne? So. Oh, was haben wir denn hier? Seitenbacher. Mit ihrem rühmlichen Schokomüsli, was mehr als ein Schokomüsli hat. Ah ne, es war Proteinmüsli, sorry, hab ich vergessen. Es ging ja um Abnehmen und Sport und Eiweiß. Proteinbar. 100 Gramm. Was? Auf 100 Gramm 24 Gramm Zucker? Hier ist auch auf 100 Gramm 14 Gramm Zucker, aber nur 16 Gramm Eiweiß. Okay, fast so viel Zucker wieder wie Eiweiß, 34 Gramm. Den habe ich hier bei Netto gefunden, Premier Protein. War ein bisschen günstiger, viel günstiger. Was, auf 100 Gramm 50 Gramm Eiweiß? Der hat doch nur 34. Was, 1,7 Gramm Zucker nur auf 100 Gramm? Und der hat 24 Gramm Zucker? Wieso soll ich dreimal so viel zahlen? Und so viel Zucker essen, ist doch ein Proteinriegel. Richtig, Blödsinn. Dann holt ihr mal, guckt ein bisschen drauf auf die Nährwerte. Geht immer besser. Da muss man sagen, grundlegend nicht schlecht, Beef Jerky. Aber da denken ja viele, vielleicht auch wenn High Protein noch draufsteht, hier High In Protein diesmal sogar. Ist ja einfach Fleisch. Was soll ich denn falsch machen? Eiweiß, Fleisch? Nee, da ballern die Zucker mit rein, liebe Sportsfreunde. 16 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Das geht auch ohne. Es gibt Varianten ohne Zucker. Beim Original habt ihr leider mal Zucker. Ist nicht schlecht, ist eher ein Snack. Aber wie gesagt, wenn ihr einfach Lean Protein zu euch nehmen wollt oder Fleisch, dann bleibt bei Fleisch und also ihr kauft, also ganz ehrlich, ihr macht doch kein Hähnchenfilet und streut euch Zucker drüber. Versteht ihr, was ich meine? Macht in dem Fall weniger Sinn. Schmeckt zwar, aber würde ich jetzt sagen, ist nichts für eine Diät. Ne? So, und jetzt kommen wir eigentlich zur allerlustigsten Geschichte zum Schluss. Da muss ich richtig schmunzeln, ich muss richtig lachen. Babybell hat sich ordentlich was geleistet. Kennt ihr den Babybell, diese Dinger, die mal so rumfahren, diese Reifen? Gibt es eigentlich in Rot. Rot sind die normalen. Dann habe ich erstmal den hier gefunden, Blau. Light, denke ich, wow, cool, sehr cool. Also habe ich früher als Kind mal gefeiert, Babybell mit weniger Fett. Ist auch weniger Fett drin. Also ich glaube, fast die Hälfte nur. Ist auch schon mal cool, kann man gar nicht sagen. Und dann habe ich das hier letztes gefunden. Babybell High Protein. Mini Babybell von Natur aus, reich an Protein. Moment mal, es gibt einen roten, es gibt einen blauen, es gibt einen schwarzen. Vergleichen wir doch mal den blauen und den schwarzen, weil irgendwie Light und High Protein klingt da beides gesund. Wo ist denn jetzt genau der Unterschied bei diesen beiden Produkten? Hier gibt es ja diese Etiketten, da nennt man noch Nährwerttabelle, was da drauf ist. Solltet ihr hin und wieder vielleicht mal drauf gucken. Gerade in dem Fall macht das Sinn. Schaut mal, wir blenden es mal hier ein. Hä, ist das nicht genau das Gleiche? Es ist exakt das Gleiche, nicht nur genau, es ist 100.000% das Gleiche. Es ist das gleiche Produkt in einer anderen Verpackung, mit einer anderen Farbe, einmal schön in sportlich, einmal schön für die Frauen in Light zum Abnehmen, einmal schön für die Muskeln, einmal wo ich denke, ach, das ist aber männlich, ich kaufe die schwarze Packung, die gibt mir Muskeln, das ist mehr Eiweiß drin als in dem Light, ja? Stimmt doch gar nicht, das ist, wie? Ich dachte, das wäre mehr Eiweiß, steht doch drauf, Eiweiß. Nee, ist das gleiche, Arschkarte. Ja, das ist auch lustig, das ist Marketing, Sportsfreunde. Ist euch vielleicht aufgefallen, wieso das immer auch alles schwarz ist? Guck mal, das ist alles so schwarz? Trägt man nicht auch schwarz bei der Beerdigung? In dem Fall kann man die Produkte beerdigen, weil das ist einfach, es ist Blödsinn. Es ist einfach nur, es soll euch vermitteln, das hat was mit Sport zu tun, weil ein bisschen mehr Eiweiß drin ist. Es ist Scam. Wie gesagt, ihr könnt das in der Massephase, ihr könnt natürlich in der Massephase, ihr wollt, okay, wie viel, ganz ehrlich, ihr geht in den Supermarkt, wollt proteinreich, gesund einkaufen. Macht ihr dann eine Massephase? Die wenigsten wahrscheinlich von euch, ne? Dementsprechend, die meisten greifen ja eher zu so Proteinprodukten, weil sie ein bisschen Kalorien sparen wollen, abnehmen wollen, mehr Eiweiß tanken. Und da habt ihr genau eigentlich das Gegenteil, so, ne? Und da solltet ihr darauf achten. Das ist so meine Aussage von dem Video. Lasst euch da nicht von Marketing verarschen. Ihr könnt es natürlich, ich muss grundlegend sagen, ist das jetzt keine falsche Versprechung in dem Sinne, weil es ist ja mehr Eiweiß drin. Aber das, was ja der Fall ist, habe ich euch ja gerade erklärt. Ihr geht in den Supermarkt und wollt eigentlich eher was Gesundes mal abnehmen, wenn ihr auf Protein achtet. Oder schreibt mal in die Kommentare. Schreibt mal ernsthaft in die Kommentare. Da, nicht, dass ich mich hier irre und euch einen Blödsinn erzähle. Man achtet ja schon auf einen höheren Proteingehalt in der Regel, wenn man einen sportlichen Hintergrund hat oder einen Abnehmhintergrund.
Und genau das Gegenteil passiert ja hier mit diesen Produkten. Und das finde ich einfach traurig und schade. Könnt ihr mal in die Kommentare ballern, ob ihr auch sowas kennt. Einen Kommentar da lassen und hier Glöckchen und Subscribe und so. Euer Görki, haut rein. Ciao.